Haben wir noch irgendwie Geld gewonnen jetzt, oder? Wir haben jetzt 43. Du kommst nicht so vor, als ob wir Geld gewonnen hätten. Tun wir uns hier nochmal kloppen für Geld. Fettfried nochmal besiegen. Der hat uns ja schon mal besiegt. Gab es noch irgendwas, wo wir hier... Schankwirt. Was kann ich für euch tun? Ja, was kannst du für uns tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Na dann, machen wir es für 5 Orens. Das haben wir gerade so noch. Die Pest war verheerend. Okay, ja, das wissen wir alles schon. Die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einer die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm. Verstehe. Und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Naja, ich weiß nicht. Ich werfe nicht. Sicher. Vielleicht ein andermal. Um zu erleben, hat ihre Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Lebt wohl. Alles klar. Sicher? Ich bin pleite. Vielleicht ein andermal. Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Wieso hier gibt's noch einen Händler? Einen Händler nicht, hier gibt's einen. Irgendwo gibt's einen Spieler. Hier, Spieler. Ne, können wir noch ein bisschen spielen. Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Spielen wir Poker. Spielen wir noch eine Runde. Kleinen Einsatz. Und würfeln. Oha, das sieht schlecht aus. Der gezinkte Würfel oder was? Ich habe jetzt 2 Paare gegen das ein Paar. Ach so, ja gut, das sieht gut aus für mich, oder? Let's go, erhöhen. Und würfeln. Der Gegner denkt nach. Und würfelt. Ihr habt verloren. Ja gut, dachte ich mir. Machen wir noch ein Spiel. Ein letztes Spiel. Wenn wir nicht dem Glücksspiel verfallen. Ja, sieht wieder schlecht aus. Möchtet ihr erhöhen? Der Gegner hat 3 gleich, ihr habt 2 Paare. Oha. Passen. Spiel verlassen. Ja, verschenkt man nicht unser ganzes Geld hier. 35 haben wir jetzt. Ja, gut. Weiter geht's. Wir haben doch bestimmt hier irgendwo ein Questlog, wo wir mal reinschauen könnten. Karte, System, Tagebuch, Inventar. Hier haben wir Berengas Geheimnis. Nur aktive Quests anzeigen. Ein Würfelspiel.
spielte ein Spiel gegen Sultan. Er war sehr lehrreich. Es war sehr lehrreich und ich glaube, ich weiß was, wie es funktioniert. Ich frage mich, ob man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Aha, okay. Der Bargastvertrag. Ich muss 10 Bargenschädel für Abigail sammeln. Stimmt, das war's noch. Ist ja mal wichtig, dass das mal lieber machen. Aber wo finden wir Bargen? Wo Abigails Haus ist, wissen wir. Ja, trink was. Hol dir Wasser aus dem Fluss. Glücksspiel kann sichtlich machen. Ihre Informationen an ihre Lottoannahmestelle. Ja. Nur für Spieler mit Wohnsitz und oder regulärem Wohnort in Schleswig-Holstein. Genau so. Oder Sund. Aha. Wo führst du mich hin? Oder Sund. Hundehütte. Hier war ich wohl noch nicht. Hallo Odo. Wer da? Das ist doch der Händler, von dem der Restliche gesprochen hat. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Und bist scheinbar ein bisschen besoffen. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Trinkt etwas, Meister Gerbrand. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Aha, okay. Prost. Er ist besoffen. Und warum? Was ist denn das jetzt für eine... Spione trinken nicht. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen? Yes, habe ich. Verstehe. Was ist denn das für eine Antwort? Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Aha, Siegerring zeigen. Ein Ring des ewigen Feuers muss vom Geistlichen sein. Korrekt. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Vielleicht warst du auch zu dicht und hast... Jetzt sind sie so groß wie ein Mann. Pflanzen gesehen. Mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Das kriegen wir schon hin. Mal sehen, was ich tun kann. Ach, überall Geld verdienen, das aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trink mir darauf. Ich sag, das kostet 120. Das ist... Du Sack. So verdient man hier Geld. 50 Euro und ich sag 120 und du kommst auf 50, das ist... 120 und keinen Ohren ganz genau. Weniger. Zwei Unkräuter für 70 Ohrens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. 120. 120. 120, 120, 120. Keine Diskussion. Ganz schön starkes Zeug. 120. Wie wär ich mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Ja, komm. Für 100 können wir es machen. Ach du Scheiße. Sturz besoffen. Wie soll denn das was werden? Wie wär's erstmal mit Schwert ziehen? Na toll. Zieh dein Schwert, Geralt. Zieh dein Schwert. Stockbesoffen hier unterwegs.
Kriegst du das Geld niemals. Aber scheiße. ich glaube, wir sind zu betrunken, um... Schwert. Na komm, jetzt kriegen wir auch betrunken hin. Ich fühle uns doch keinen Schaden zu. Ausweichen wäre auch eine Sache, aber... Zurückweichen. Das schnelle Schwert. Jetzt sind wir damit besser. Da unten ist der Energiebalken. Na komm, kämpf. Mach's alle. Und wozu ausweichen, wenn man zuhauen kann. Komm, es geht auch besoffen. Und so gut, ich krieg das sogar besoffen hin. Der Alte traut sich nicht. So, erste Pflanze besiegt. Sollten wir vielleicht mal einen Heiltrank trinken. Schwalbe, war das ein Heiltrank? Nicht wirklich. Weiße Möwe. Alchemistische Grundsätze. Halluzinogen. Unbekannter Trank. Ein Heiltrank. Können wir den hier irgendwo. Ja. Halluzinogen-Trank. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber wir sind hier schon stockbesoffen. Na komm. Lass dich nicht besiegen. Na komm. Angriff. Ein bisschen Unkraut ernten hier. Unkrauterntung. Also zack, zack. Na komm. Zack, zack. Mach dich kaputt. Und zack, zack. Und, na komm. Fest aktualisiert, geheimer Garten. Holen wir uns die Belohnung ab. So, stark besoffen jetzt wieder zurück. Zur Tür, zu Rudes Haus. Aber wir haben es geschafft, zwei mannshohe Pflanzen zu besiegen. Monsterpflanzen. Im besoffenen Zustand. Es dauert jetzt ein bisschen, bis wir an die Tür zurückfinden. Wir haben ein bisschen zu viel getrunken. Warte mal kurz, Inventar. Wir haben noch genug Geld. Ich wollte gerade sagen, sonst hat er uns noch ausgeraubt. So, rein hier. Jetzt kriege ich mein Geld. Odo. Let's go. Na komm, Geralt. Da ist Odo. Was habt ihr auf dem Herzen? Geld her. Geld oder Kopf her. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? 100. Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. 120. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Haben wir jetzt Geld gekriegt? 100 Orens erhalten, ich wollte gerade sagen.
Du wolltest dich gerade schlafen legen? Sicher. Wenn ihr mich hier betrügt. Ich glaube, wir müssen hier erstmal selber schlafen und erstmal ausnüchtern, bevor wir morgen weitermachen können. Ist ja mal nicht schlecht. Tagebuch. Ach so, Skillbaum, das können wir auch nochmal machen. Schwips. Immunität gegen Schmerz. Können wir hier was ausbauen? Nee, können wir noch nicht. Wie war nochmal das mit dem Meditieren? Der gibt ja hier fast um. Achso, ja, nee, das. Bisschen meditieren wäre ganz gut gewesen. Das würde ich gerne mal versuchen. Tagebuch. Karte. Wie ging das Meditieren noch gleich? Kann mich im besoffenen Zustand gar nicht dran erinnern. Gehen wir erstmal nach draußen. Ja, wo waren das noch gleich? Wo waren hier das Meditieren? Das hatten wir irgendwo. Meditieren. Odos Hund. Okay, er bellt irgendwas an. Lauf halt besoffen weiter. Geheilt sind wir wieder. Bestimmt können wir nur am Lagerfeuer oder so können wir noch. Wenn wir uns ans Lagerfeuer setzen, können wir meditieren. So war das. Ich geh mal zum Hund rüber. Schwanke mal zum Hund rüber. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, nein. Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du? Aus, Hund. Was bewacht er da? Dieser Hund. Vorsicht, Kleine. Was bewacht. Ich will ihn nicht abschlachten müssen. Irgendwas bewachte er aber. Die Landschaft oder was? Ja gut, dann schwanken wir mal hier hin und her. Vielleicht hat der Kollege hier am Haus einen Lagerfeuer, vor das wir uns sitzen können. Und außen nüchtern. Tür zu Odos Haus. Okay, dann mal dort zurück. Na komm, Geralt. Rein ist hier. Ja. Da hier ein Lagerfeuer. Vielleicht können wir hier mal meditieren. Ich dachte, das ginge. Irgendwie konnte man noch meditieren. Ach Mensch. Und Stellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aha. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Das stimmt. Und willkommen zurück, Mary. Boah, was für eine schwache erste Halbzeit. Hier bin ich. Ja. Kannst ein starkes Gameplay von The Witcher sehen.
Eine Halbzeitpause. Ja. Wir laufen hier gerade besoffen durch die Gegend. Meditieren geht gerade nicht so wirklich. Versuchen mal so voranzukommen. Vielleicht geraten wir noch nachts in einen Kampf oder so. Das noch probieren könnte, wäre... Nee, es geht auch nicht. Irgendwo konnten wir doch meditieren. Aha, okay. Da oben auf dem Mondsymbol, das dachte ich mir, dass man da vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was man hier tun kann. 8 Zeichen. Wo laufe ich lang? Schwalbetrank. Okay, das hat nicht viel gebracht. Aha, okay, Arztzeichen. Das bringt jetzt hier den Wolf. Oh nein, die Wölfe. Am Kampf, Geralt. Na komm. Nicht alle auf einmal. Bin stark besoffen. Die Balliste brauchen wir. Den Schädel brauchen wir. Oh Scheiße, hier bei Nacht. Schlechte Sache. Oh Kacke. Warte mal kurz. Waffe wechseln. Nicht direkt Waffe, aber... Wir werden hier massiv besiegt. Schwalbetrank trinken. Ah, Kacke. Geralt ist gleich tot. Also ist halt nachts nicht besoffen gegen Bare kämpfen. Vielleicht sind wir dann wieder nüchtern, wenn wir lebendig wären. Ach du Scheiße. Autosave. Na, hoffen wir, dass das einigermaßen human Autosave war. Aber ein besoffener Autosave. Ach dort. Sollten wir vielleicht mal lassen, dass wir die Hunde hier zu uns rufen. Sollten wir vielleicht mal am Tag machen, wenn wir nüchtern sind. Das Geld haben wir noch. Ja gut. Und dann laufen wir jetzt einfach mal so. Durch die Nacht. Voll besoffen durch die Nacht. Wo wir gerade dabei sind, beim Thema besoffen. Ich trinke auch mal ein Stückchen. Prost. Ist nur Wasser, aber... Aber Prost. So kommen wir jetzt auch nicht sonderlich schnell voran. Jetzt können wir hier Waffen wechseln auch. Hexer Stichwort, rostiges Schwert. Klemmischer Stich. Hexer Schwert. Okay.
Ach so, die kommen jetzt automatisch, so ein Mist. Da müssen wir wohl durch. Okay. Lass uns mal nicht von ihnen besiegen. Ausweichen. Na komm, hier, jetzt springen. Lass dich nicht besiegen. Abhauen. Flucht ergreifen. Zu viert sind sie zu stark. Okay, irgendwie schaffen wir das schon. Na komm, hier weiter fliehen. Und jetzt hier, zack, zack, zack. Das wird doch wieder nix. Na komm, greif schon an, Geralt. Stufe aufgestiegen. Meditationsmodus ist gut. Na komm, greif an. Greif an. Na komm, greif an. Ach du Schreck. Ist jetzt nur noch der eine, oder was? Na komm, warum greifst du nicht an? Das wird doch hier nichts. So, hier, so haben wir gekämpft. Na komm. Sehr gut. Da kommt noch einer. Na komm. Zack, zack, zack. Besiegt haben wir sie. Jetzt bräuchte man die Schädel davon. Bargett-Schädel 4 haben wir. Mein Überrest durchsuchen. Die brauchen wir ja für Abigail. 6. Also 7, wenn ich richtig gezählt habe. Vielleicht reicht das schon für Abigail. Na komm, Überreste. Und der 10. So viele haben wir hier besiegt. Quest aktualisiert, der Bargist-Vertrag. Ja genau, sollten wir ja 10 Schädel sammeln. Als Beweis zu Abigail bringen. Oder zu wem? Steckt das Schwert wieder ein. Das ist die Quest, Tagebuch, der Bargist-Vertrag. Ich muss Abigail aufsuchen, um die Belohnung zu erhalten. Sehr gut. Auf zu Abigail. Oh wei. Wir sind hier und da ist Abigail. Das habe ich ja markiert auf der Karte. Einfach nur geradeaus. Es dürfte doch besoffen hinkriegen. Let's go. Okay, wo können wir jetzt? Trunkenheit. Angriff effizient um 5. Um 0,5. Um 50% verringert. Was rede ich hier? Zeitort gefährlich. Warum so zaghaft mit ihr, Batsch? Fräulein Wessner hat wohl. Und noch ein Kampf oder was? Traut euch. Diese widerspenstig. Gräbt euch jetzt eine Frau an oder was? Raufbeule hier wieder unterwegs. Das können wir. Das werdet ihr bereuen. Deswegen steckst du jetzt dein Schwert ein, oder was? Seid ihr's? Hexer, Hilfe! Schwimmt ab, Mehlhaut. Hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier. Oh, Mann. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Jetzt! Und alle gleichzeitig.
komm, was ich mit den Wölfen schaffe, mit den Geisterwölfen, schaffe ich auch mit euch. Na komm, wir können auch kämpfen. Na komm, zack, mach kalt. Ich mach euch kalt, dass ihr einfach eine Frau angreift. Eine wehrlose Frau angegriffen hier. Das gibt's nicht. Na komm, jetzt. Bandit. Der Große mit seiner Keule. Na komm. Sie kämpft mit. So, erledigt. Problem gelöst. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen, doch ich muss nach Hause. Wo ist denn dein Zuhause? Gewiss doch. Wir sind hier mal ein Gentleman. Nachtigall verspätet sich. Ja, wo ist denn das Zuhause? Folgt mir. Ich tunkle einfach dorthin. So, nochmal auf die Karte geguckt. Ja, wir sind noch in der richtigen Richtung ab zu Abigail's Haus. Sie folgt mir. Ja gut, ich bin ein bisschen langsam. Ich bin stockbesoffen. Verzeiht mir, gnädige Frau. Gnädiges Fräulein.